Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des HC Erlangen gegen den TVB Stuttgart. Endstand 30-26. Ich begrüße den Gästetrainer und bitte ihn um sein Statement. Ja, schönen guten Abend. Erstmal Glückwunsch an Robert und sein Team für den Sieg. Wir haben es lange geschafft, das Ganze offen zu halten und haben dann in der entscheidenden Phase ja, ein paar Fehler zu viel gemacht. Dadurch ist das Spiel dann gekippt. Oder besser gesagt, hat Erlangen sich da einen kleinen Vorsprung geholt. Es ist schade jetzt im Nachhinein. 4 Tore ist zu viel. Wenn man verliert, ist eigentlich egal, ob 1 oder 10. Aber wir haben wirklich uns über weite Strecken gut an die Vorgaben gehalten, haben Erlangen wirklich vor Probleme gestellt. Das Einzige war diese Kompaktheit in der Deckung. Wir haben zwar, glaube ich, wenn überhaupt, ein Rückraumtor von der 9-Meter-Linie von Erlangen gehabt. Alles andere war aus der Nahdistanz, über Durchbrüche, Kreis, 7 Meter und vor allen Dingen Gegenstöße. Und das hat uns dann so ein bisschen das Genick gebrochen. Das war schade und dann ja, dann kommen eben auch noch Dinge dazu. War natürlich schwierig für beide Mannschaften in dem Spiel, da eine Linie für sich zu finden, weil man gar nicht wusste, was darf man nicht und wie wird es gehandelt. Das sind beide, glaube ich, haben ein bisschen Probleme gehabt. Und ja, und wenn man dann eben bei 25, 24 am 7-Meter-Punkt steht und also ich habe jetzt, glaube ich, über 2000 Spiele, aber das habe ich jetzt noch nie gesehen. Aber gut, deswegen freut es uns ja, dass es immer wieder was Neues gibt und wir immer wieder neue Sachen erleben, oder Robert? Also von dem her, ja, war es bestimmt, wenn er gepfiffen hat, war es regeltechnisch absolut korrekt. Aber auch dann muss er sich auch korrekt platzieren, dass der Schütze sieht, wenn man anpfeift oder hört, wenn er anpfeift. Aber gut, so ist es und trotzdem Glückwunsch an euch und wir haben viele gute Ansätze gezeigt und werden weiter daran arbeiten, das auf 60 Minuten hochzuschrauben, wenn dann der ein oder andere Verletzte zurückkommt. Hoffe ich, dass es im Rückspiel andersrum aussieht. Danke, Herr Bauer. Robert, wie sieht deine Zusammenfassung aus? Ja, erstmal schönen guten Abend und danke für die Glückwünsche. Wir wollten ja auch selber ein paar Dinge besser machen heute als zuletzt. Ich finde auch, wir haben unsere Sache ganz gut gemacht in Angriff. Nicht so viele Rückraumtore, aber wir wollten die ein bisschen auseinanderkriegen mit schnellen Füßen, schnellen Beinen, Kreuzbewegung. Das haben wir auch teilweise sehr gut gemacht. Wir könnten also noch besser auf den Punkt spielen. Da fehlt es noch ein bisschen. Da werden wir auch besser hoffentlich und werden auch daran arbeiten. Aber man sieht vor allem im Umschaltungsspiel, Angriffsspiel und so weiter, da können wir mithalten gegen viele Gegner. Das war auch wichtig heute, weil es war ein direkter Gegner. 2 Punkte war sehr, sehr wichtig zu Hause. Aber wir wussten ja auch natürlich, dass wir uns in unserer Abwehr steigern müssen. Wir können Abwehr spielen, aber wir haben viele Spiele jetzt gespielt ohne Körperkontakt, ohne Härte. Das haben wir hingekriegt heute besser als zuletzt und das hat auch unser Torwart geholfen, Mario im Tor, hat Bälle gehalten. Wir haben ein bisschen Probleme gehabt mit Mimi Kraus, hat super geworfen. Ja, der hat auch zum Schluss ein paar Bälle für uns gegeben, aber das wussten wir auch, ein Spieler, der so viel Verantwortung übernimmt, so viel wirft, macht auch zum Schluss ein paar Fehler, hat er gemacht, war auch, aber insgesamt nicht so viele Tore über außen, nicht 1 gegen 1, das hat gezeigt, dass wir Einstellung gehabt haben heute und darauf müssen wir bauen und das helfen uns sehr viel weiter. Danke, Robert. Sollen wir den Geschäftsführer des TVB Stuttgart zu Wort kommen lassen? Bitte schön.
Ja, auch von mir Glückwunsch für den Sieg. Ich denke auch, dass es ein Spiel auf Augenhöhe war, über sehr, sehr lange Distanz. Ich denke, der Knackpunkt aus unserer Sicht war, ich weiß nicht, welche Minute, Anfang zweiter Halbzeit, wo wir zwei Tore vorne waren. Tobias Schimmelbauer die Möglichkeit hat, den Ball rauszufangen, aber anstatt rauszufangen... Ein Stoß, wo man an die Unterkante Latte werfen. Ja, wo Bobby Schagen verwirft und wo Tobias Schimmelbauer eben den Ball fast hat, aber dann unglücklich den Spieler im Gesicht trifft. Und anstatt vielleicht auf drei Tore wegzuziehen, war man in Unterzahl, dann doppelte Unterzahl und nach dieser Unterzahl sind wir, glaube ich, ein Tor hinten. Ich denke, das sind solche Momente, aber wenn man das an so engem festmachen kann, denke ich, sieht man, dass es ein enges Spiel war. Es hat heute nicht gereicht. Ich bin trotzdem der Meinung, im Vergleich zur vergangenen Saison, dass wir sehr kompakt hier aufgetreten sind, trotz der Verletzten, die wir hatten, und darauf kann man aufbauen. Und irgendwann müssen wir solche Spiele ziehen und ich bin aber guter Dinge, dass wir das auch im Laufe der Saison tun werden. Vielen Dank. René, wie sieht dein Statement aus? Ja, schönen guten Abend von meiner Seite. Natürlich freue ich mich sehr. Wir haben heute zwei sehr, sehr wichtige Punkte geholt. Am Mittwoch in Lemgo haben wir leider zu spät den Schalter umlegen können. Heute waren wir von der ersten Minute an fit, heute erste Minute an hellwach und haben die Einstellung auch gezeigt, die wir uns erwarten. Und natürlich hat uns Stuttgart alles abverlangt, das wussten wir vorher. Die haben gezeigt, dass sie auch eine Mannschaft sind, die in der Liga verbleiben möchten und das Potenzial dazu haben. Und da mussten wir natürlich wieder alles in die Waagschale werfen. Und deswegen freue ich mich auch so sehr, dass Spieler wie Nico oder viele andere, die, obwohl sie gesundheitlich schwer angeschlagen waren, wirklich die Zähne zusammengebissen haben und gekämpft haben für die Mannschaft. Und ich denke, das hat uns auch heute wieder ausgezeichnet. Das gut, Ole macht 10 Tore, wahnsinnige Quote, aber ich denke, zusammen haben wir das Spiel heute gewonnen. Mario im Tor, eine tolle Leistung geboten. Also ich denke, das Spiel hatte wirklich viele, viele Sieger. Knackpunkt von meiner Sicht aus war die 50. Spielminute, wo ja zwei Pfiffe gegen uns, die man auch anders interpretieren kann. Danach ist die Halle förmlich explodiert und hat uns wirklich sprichwörtlich zum Sieg getragen. Deswegen hatten wir heute wieder ein tolles Handballfest und freuen wir uns auf über die zwei Punkte. Danke. Danke, René. Zeit für Ihre Fragen. Bitte nutzen Sie das Mikrofon. Christoph Benisch, Nürnberger Nachrichten. Herr Bauer, eine Frage an Sie. Können Sie noch mal genau erläutern, was Ihrer Meinung nach jetzt den Ausschlag gegeben hat? War es Pech in den entscheidenden Situationen? Was Schiedsrichterentscheidung haben Sie angesprochen, eine unglückliche? Ich habe gesagt, dass wir am Ende zu viele Fehler gemacht haben. Das ist... Okay, war auch die Kraft Ihrer Mannschaft, Ihr Kader ist deutlich kleiner. Natürlich hätten wir normal drei Spieler mehr. Und die auch wichtige Positionen bei uns haben. Und dass das in einem Spiel auf Augenhöhe schon mal sein kann, dass das dann ein bisschen ein Problem wird. Am Mittwoch gegen BHC hat es gereicht. Heute eben nicht. Manchmal ist es auch ganz positiv, wenn man wenige Leute hat, dann wissen die, dass sie machen können, was sie wollen und sie bleiben auf der Platte und dann läuft es auf einmal. Aber in der Tat ist es so, natürlich, es war recht, es war ein absolutes Kampfspiel, sehr lange Zeit und dann spielt das schon eine Rolle. Aber trotzdem wäre ja nach 35 Minuten, kurz nach der Halbzeit, wo wir da diese, was Jürgen gerade gesagt hat, den Gegenstoß, unterkante Latte, der Nachwurf wurde zurückgepfiffen, ob der jetzt im Kreis war, keine Ahnung. Dann danach die 2-Minuten-Strafe. Und so geht eben manchmal ein Spiel entweder in die eine Richtung und in die andere oder in die andere. Und wenn man auswärts spielt und dann so ein bisschen Underdog ist, und das sind wir gewesen, muss man einfach so sagen, dann tun die Dinge weh. Und dann muss man diese Chancen eben, wenn man so ein Spiel gewinnen will, nutzen. So haben wir heute nicht gemacht. Jetzt können wir sagen, ja klar, wir haben so viele Verletzte, so bin ich nicht. Ich finde, wir haben hochkonzentriert und gut viele Dinge gemacht und dann hat es eben in der entscheidenden Phase war der Kopf nicht mehr so da, damit er den Beinen sagt, was zu tun ist. Also das ist, im Ende geht es auch in Ordnung. Also ist der Sieg von Erlangen absolut. Trotzdem war es für uns, denke ich, ein harter Fight auf Augenhöhe, wo wir eben vielleicht einen Tick mehr noch gebraucht, ob jetzt Glück, Schiedsrichter oder so. Also ich will nicht gewinnen, weil die Schiedsrichter da sind. Ich will gewinnen, weil wir einen guten Job gemacht haben. Und das hat nicht ganz gereicht. Eine Frage?
Robert. Es wurde gerade angesprochen, die Phase nach der Halbzeit, da habt ihr euch ein bisschen schwer getan, zurück ins Spiel zu finden. Was war da die Ursache dafür, deiner Meinung nach? Keine Ahnung. Wir machen das manchmal, wenn du in zweiter Halbzeit anfängst. Aber da hat man immer noch Zeit, das zu korrigieren. Aber Markus hat das richtig erzählt. So enges Spiel, körperbetontes Spiel, jede Entscheidung. Wenn Kraft fehlt, klar, als Auswärtsmannschaft, die haben, ich glaube, 3 oder 4 Mal mehr 2 Minuten und so weiter. Dann ist es schwer. Und so ein Spiel war das. Dann ist jede kleine Entscheidung wichtig. Wichtige Phase, Treffer zu machen. Und das, da haben wir ein bisschen Glück gehabt auf unserer Seite in diese Schlussphase, enge Phase. Dann haben wir die wichtigen Dinge gemacht. Und das war ausschlaggebend heute. Gibt es weitere Fragen? Hannes Ries, Handballwoche. Anderson, Sie haben früh die zentralen Positionen gewechselt. Wollten Sie Stuttgart gezielt müde spielen durch die qualitative Unterlegenheit der Gäste? Der Substanzverlust hat sich ja auch dann irgendwo gezeigt. Ja, aber das ist ja auch ein... Ein bisschen von unserer Stärke. Wir haben im Moment keine nicht so viele Verletzte, ein paar angeschlagen, aber das war keine große Sache. Und sind wir dann 2 auf jede Position, dann müssen wir diesen Vorteil nutzen. Und das hat jeder seine Arbeit gut gemacht heute in Abwehr, wie vorne, richtig gearbeitet die ganze Zeit. So, das war auch vielleicht zum Schluss ein kleiner Vorteil für uns, wenn die ein paar Verletzte haben. Die haben auch eine rote Karte gekriegt auf einen wichtigen Spieler, wichtige Position. Klar wird das unser Vorteil, wenn man dann frische Spieler haben, Kräfte zum Schluss, Entscheidungen und so weiter. So, das versuchen wir auch, aber diese Wechsel zu machen, ja. Jonas Link hat heute nicht in Ihr personelles Konzept gepasst. Nee, war auch heute, also der wird auch spielen, aber heute war nicht so viel, ich wollte nicht so viel probieren. Wir haben da ein bisschen mit Martin in Mitte probiert, ein bisschen mehr stabil in dieser Phase. Aber Michael hat heute auch sein bestes Spiel gemacht für uns, selber gefährlich, 5 Tore, das Spiel richtig gut gesteuert. Keine Frage da, so viel zu wechseln in der Mitte. Letzte Frage. Nico Link, haben Sie ja in der 5-1-Deckung dann spielen lassen. Haben Sie ihm eine spezielle Aufgabe zugeordnet, dass Sie sagen, Mimik rausstören oder die Pässe zum Linkshänder verhindern? Wir haben ja viele Tore aus dem Rückraum gemacht, das wollen wir verhindern. Mimik Kraus hat trotzdem Tore gemacht wegen 5-1. Aber wir versuchen immer, das war unsere Schwäche, die letzten Spiele, dass es sehr viel in der Mitte Tore passiert, und das wollten wir ein bisschen breiter kriegen, über halb, außen und so weiter, ein bisschen leichter von Mario machen, und das ist uns teilweise gut gelungen. Beides in 6-0 und unser 5-1-Abwehr. Florian Pöllmann, Nürnberger Zeitung. Heimsieg, haben Sie ja die Mannschaft doch zusammengestaucht in der Kabine. Waren Sie heute etwas großzügiger? Nein. Was meinst du eigentlich? Die Mannschaft... Das kann man gar nicht vorstellen. Nein. Also stimmt das Gerücht nicht, dass Sie da schon mit Ihrer Mannschaft hart ins Gericht gegangen sind nach dem... Ja. Nee, Nachmessung. Ja, nee, das das kann mich nicht sicher erinnern, auf gar keinen Fall. Okay, ja. Da nochmal nachzuhaken, waren Sie da in der Situation mit Nico Link zufrieden, wie er gegen Mimik Kraus gespielt hat? Oder wäre da vielleicht, Sie haben ja dann nochmal in einer anderen Variante den Martin Schanowski vorgezogen? Klar können wir vielleicht noch ein paar von Ihnen mehr stören, aber wir haben ja zum Glück die andere im Griff gehabt. Dass dann ein Spieler einen Lauf hat, das wäre schlimmer, wenn beide oder die andere über Kreis und so weiter andere Rückkampfspieler auf einen Lauf kriegen, dann ist es schlimmer. Aber ein Spieler, das haben wir geschafft heute. Aufnehmen. Ja, also wir wollten natürlich das auch besser verteidigen, klar, aber heute ja, dann ging es gut. Ein Wort noch zu einer Personalie. Ole Ramel zwischen Genie und Wahnsinn. Der so ein Spieler, der einen Unterschied ausmachen kann. Heute wieder zweistellig getroffen, die 2,7 Meter. Stört ihn sowas noch oder ist er schon einen Schritt weiter in mentaler Richtung? Der spielt im Moment sehr gut. Hat weder seine Stärke von außen, Gegenstöße gekriegt, macht da Tore und der soll einfach weitermachen. Der ist ein sehr guter Lauf, sehr gute Verfassung. Klar, stört so ein vielleicht ein 7 Meter gegen einen sehr großen Torwart, aber ja, manchmal passiert auch solche Sachen, aber
Das gehört zu Ole und das kann man auch ab und zu mal in Kauf nehmen. Oder muss man. Gibt es weitere Fragen? Einmal auf die andere Seite des Raumes, bitte. Robert Thaler, Sonntagsblitz. Ja. Herr Bauer, wie Herr Kraus sich entschieden hat, oder mit Ihnen, Ihren Verein, handelseinig geworden ist, also, da hat so mancher in dem Umkreis, wo er vorher gespielt hat, gesagt, dass es sehr schwierig ist, wenn Sie sagen, dass das bei Ihnen nicht der Fall ist. Ja, dann sollen das doch die Leute beurteilen, die solche Dinge sagen, dass es schwierig ist. Also, ich weiß nicht, was schwierig ist, dass er gegen Erlangen 8 Tore ist. Ist das nicht schwierig für Erlangen? Oder ist das, also es ist ein sehr guter Handballer, der eben Führungsqualität hat, der Verantwortung übernimmt. Und auch er ist in der Lage, sich an Absprachen, Regeln, die es im Team gibt, zu halten. Also insofern ist es überhaupt nicht schwierig, sondern es ist einfach eine Freude, wenn man solche Leute in der Mannschaft hat, mit denen zu arbeiten. Es gibt natürlich Situationen, so wie Robert das auch hatte, wo er jetzt Nico Link lange bringt oder wenig bringt. Das ist dann die Entscheidung während dem Spiel. Und jetzt können wir nur drüber reden, ob ich vielleicht bei den 2 Fehlwürfen hätte ihn lieber raus, dann hätte er nicht geworfen. Ja, es passt alles, er ist sehr wichtig für uns. Und da sind wir froh, dass er sich so entschieden hat. Und er hat ja nicht gewusst, dass ich Trainer bin. Vielleicht hat er sich deswegen dafür entschieden. Das ist meine zweite Nachfrage eigentlich. Nachdem Sie in den letzten Jahren ja sehr viel mit jungen Leuten gearbeitet haben, wo man ja auch, ich sage mal ganz einfach, das eine oder andere drüber wegsehen muss, um jemand weiter zu entwickeln, können Sie sich vorstellen, dass es auch bei dem Michi Kraus so ist, dass er da von profitiert? Ich verstehe jetzt nicht, was Sie meinen, aber ich vermute mal, er darf auch Fehler machen. Er wird auch weiterhin Fehler machen im Spiel, aber er wird im Verhältnis andere Fehler machen als junge Spieler, die machen. Und das ist an sich das. Also wir arbeiten ja daran, dass man Fehler machen darf, aber eben die gleichen nicht normal. Das ist eigentlich die Kunst, das hinzukriegen. Und das hätten wir alle keinen Spaß mehr am Handball, wenn keine Fehler passieren im Spiel. Frage an Robert Andersen. Es wird so schwer, den Bogen zu finden. Das eine war, was ich unbedingt wissen wollte, aber das ist wahrscheinlich mühsam, wenn man sagt, mit der durchgängigen Abwehrleistung hätte man in Lemko leicht 2 Punkte mitnehmen können. Eine größere Chance auf jeden Fall, ja. Da ärgern wir uns, aber das Spiel ist vorbei, wir haben das verloren und wir haben das heute wieder gut gemacht. Klar, ja, aber ja, das Spiel ist abgehakt. Die Personalie mit dem erfahrenen Torhüter ist auch in Ihrem Interesse. Ja, wir haben wichtige Spiele, entscheidende Spiele und einen so Torwart so schnell zu kriegen, der so viel Erfahrung hat, Nationalmannschaft und so weiter, passt auch in unsere Abwehr rein, sodass natürlich war das sehr wichtig, wenn wir so einen Torwart kriegen können. Alles andere haben Sie selber schon gesagt, ja. Mit dem Haas und so weiter. Dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche unseren Gästen natürlich einen guten Heimweg und wir sehen uns dann beim nächsten Heimspiel in der Arena wieder. Vielen Dank. Tschüss.